Nach dem Sommer auf der Schwäbischen Alb wurden am Sonntag 12 schottische Hochlandrinder wieder ins Winterquartier getrieben. Die Rinder der Familie de Vaux aus Nabern unterstützten während den Sommermonaten die Landschaftspflege im Naturschutzgebiet zwischen Ochsenwang und dem Schopflocher Moor. Der Abtrieb mündet in einem fröhlichen Umzug vom Parkplatz des Sportgeländes Oberer Wasen bis zur Feldscheuer der Familie de Vaux. Über 200 Zuschauer kamen zu diesem landwirtschaftlichen Ereignis und säumten den Feldweg entlang des Umzugs. Willis Blasmusik führte den tierischen Umzug an. Viele Kinder trugen ländliche Trachten und fuhren mit kleinen Traktoren, Anhängern und einigen Tieren des Bauernhofs im Umzug mit. Die 12 schottischen Hochlandrinder machten ihre Rückkehr ins Winterquartier lautstark bekannt. Die Zuschauer folgten am Schluss dem Umzug und nahmen am anschließenden Hoffest teil. Das Pferd freute sich über seine vierbeinigen Rückkehrer und nahm das Ganze gelassen.